Hallihallo Leute und willkommen zurück zu Harveys Neue Augen mit Lilly, der kleinen Maus. So, ich habe mich ja ein bisschen schlau gemacht, sei es über Spoiler oder gute Kommentarhilfe oder auch etwas Komplettlösungskram, weil ich ja gar keine Ahnung habe, was ich jetzt machen soll. Und deswegen müssen wir mal zurückgehen jetzt. Und zwar müssen wir da lang und dann müssen wir da hingehen. Und ich werde das jetzt mal irgendwie versuchen zu kapieren. Unser Weg führt uns auf jeden Fall, soweit ich weiß, nicht hierhin, sondern hierhin, glaube ich. Oder auch nicht. Okay. Gut. Wo war denn das? Ich muss am Klostertür. Da muss ich hin, genau. So. Und dann sollen wir hier zu den beiden Shai und Zuka gehen. Und dann haben wir ja hier unseren Sprengzünder. Und die haben irgendwas gequasselt von wegen, was in die Luft jagen. Keine Ahnung. Ich rede nochmal mit denen. Und dann muss man denen das, glaube ich, geben. Und dann geht's weiter. So. Lilly hatte Shai hübsche Arbeit Ups. Okay, ich gebe ihr den einfach mal. Was hast du denn jetzt schon wieder? Ich hoffe, es ist eine Waffe für den Kampf gegen die... Das ist ja ein echter Sprengzünder. Und der ist scharf. Du musst ihn entschärfen, Zuka. Schnell. Aber womit denn? Mit der Kraft der Liebe. Was? Bist du denn... Warte. Ich weiß. Das war knapp. Das petzen wir der Oberin. Genau. Diesmal bist du wirklich zu weit gegangen, Lilly. Was geht bloß in deinem Kopf vor? Du bist viel behämmerter, als ich dachte. Voll Ungumbo. Jetzt steht er doch nicht so rum. Schaff uns endlich diese Bombe vom Hals. Bring sie irgendwo hin, wo sie keinen Schaden anrichten kann. An einen bombensicheren Ort. Ein feuerfester Kessel oder so. Ja, wir sind die Zicken, Japanisch. Ja, so. Ja, gut. Was habe ich bekommen? Habe ich was bekommen? Oder nicht? Was ist denn da? Sie hat das doch... Bleib uns bloß vom Leibe! Du hast doch den totalen Sockenschuss, hier mit echten Sprengsätzen durch die Gegend zu laufen. Ein bisschen. Voll zu hardcore. Ja, Mann. Geht gar nicht. Nee. Bring sie irgendwo hin, wo sie keinen Schaden anrichten kann. An einen bombensicheren Ort. Ein feuerfester Kessel oder so. Also... Nieder mit dem... Oh ja. Nee. So, ich gehe dann mal zum bombensicheren Ort. Das wird ja dann wohl, logischerweise, da unten... Aber da ist doch der Dingens drinne, der, wie heißt der nochmal? Memphis? Oder so? So, jetzt gehen wir mal runter mit der kleinen süßen Lilly. Machen wir mal hier den Kessel auf. Na, Memphis, so, du musst mal den Sprengdings hier nehmen. Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Was ist das? Was hast du da? Endlich konnte Lilly die Haarspange nehmen. Muss das so blinken? Mhm. Lilly schloss die Tür wieder, damit niemand Memphis Versteck fand. Oh, nee. Lilly? Lilly? Oh, tschüss, Lilly. Oh. Irgendetwas schien heute mit Lillys Ohren nicht zu stimmen. Andauernd hörte sie irgendwelche Geräusche. Sie hat jetzt... Oh mein Gott, sie hat Memphis wirklich in die Luft gejagt. Oh Gott. Scheiße. Warum bist du so behämmert, Lilly? Und warum sind hier überall immer diese kleinen Dinger, die hier irgendwie so rumsammeln? Ist der noch da drinne? Guck mal da rein in den Ofen. Memphis, lebst du noch? Memphis. Der Ofen war schwarz. Und leer, wie der Spiegel, von dem Lilly immer träumte. Hat sie den jetzt echt einfach in die Luft gejagt? Aber wir haben die Haarnadel. Der Ofen, wie der... Das ist voll mega böse. So. Voll der schwarze Humor, ey. Aber ich mag's. Ja, so bin ich. So, krass. Da muss er doch... Kann man da noch vielleicht reinleuchten oder so? Ich weiß nicht, aber ich... Lilly wusste, dass es sich... Ja, dann gehen wir jetzt. Ja, dann bringen wir mal erstmal den Shibuya Girls hier ihre Haarnadel, würde ich sagen. Aber es ist schon... Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Geh mal in den Schlafsaal, Lilly. Gucken, was die Mädels dazu sagen.
Bleib uns bloß vom Leibe. Du hast doch den totalen Sockenschuss hier mit echten Sprengsätzen durch die Gegend zu laufen. Dasselbe einfach nur? Voll zu hardcore. Geht gar nieder mit... Okay. Ja, gut. Dann mit der Hartnadel geht's dann nach oben. Also das zum Beispiel, das mit dem Ofen, das wusste ich jetzt nicht, aber das war klar. Weil wir das letzte Mal auch da hatte, wurde ja schon erwähnt, dass wir da irgendwie die Bombe reinlegen können. Also dass ein guter Platz wäre. Aber jetzt macht's halt Sinn, warum man das überhaupt tut. Und jetzt frage ich mich, ob man mit der Haarnadel... Das war sicher nicht das ideale Werkzeug, um die Schraube zu lösen. Und solange Lilly keinen... Okay. Was ist mit den Masken? Kriege ich die damit ab? Perfekt. Die Haarnadel passte genau in die Löcher. Aha. Aber ich dachte, das wären eigentlich auch Schrauben oder so. Na gut. Dann nehmen wir die mal alle ab. Und dann... Und so kapiere ich das Rätsel mich jetzt. Ich habe nämlich mir auch echt Gedanken gemacht, so mit diesem Rätsel. Und eigentlich gucke ich ja, wisst ihr ja nicht so gerne in Komplettlösungen und so. Will das ja dann auch selber irgendwie kapieren. Und ich verstehe das jetzt eigentlich so, dass wir da unten halt diese drei Felder haben. Und das Essen haben wir schon. Was ja irgendwie auch zu den Emotionen passt oder die richtige Reihenfolge ergeben soll. Ich glaube, wir müssen sogar dahin, oder? Ja, wir müssen ja zu ihm jetzt hier hin. Zum alten Greis, so. Und jetzt meine ich halt, wir haben ja... Hey! Das ist... Quassel nicht. Regalplätze und Obst haben wir schon. Jetzt brauchen wir aber noch die Emotionen. Und dazu passen ja dann voll gut diese Masken. Ich weiß jetzt auswendig gerade noch nicht irgendwie, wie jetzt die richtige Reihenfolge was geht. Das erfährt man ja eigentlich durch die Tipps mit ihm. Wenn wir jetzt aber das haben, bräuchten wir eigentlich noch diese Eigenschaften. Und ich habe keine Ahnung, was wir dafür finden müssen. Die Masken sind ja die Emotionen, würde ich sagen. Und das Essen, ja. Und die richtige Kombination dieser drei Dinge, die man hier hinlegt, die erinnern ihn halt wieder. Und das müssen wir halt so wahrscheinlich so lange machen oder hinkriegen, bis er uns über diesen Templerschatz mehr beibringt. Wenn wir jetzt wieder hier in unsere Notizen gucken, dann verstehe ich das zwar noch nicht ganz hier mit diesem Kreuzen und Häkchen und so, aber wir müssen uns halt ja danach richten irgendwie. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Apfel da liegen. Und es darf ja irgendwie nicht diese Maske sein irgendwie, sondern die. Und das ist für mich traurig, das ist für mich böse. Also Apfel und böse und dann traurig. Und das hier, das sind irgendwelche Tiere. Das heißt, irgendwas mit Eigenschaften mit Tieren müssen wir noch machen. Und das... An diese... Nee. Und dann sehe ich mit diesen Tieren hier auch noch einen Zusammenhang für die Sachen, die man finden muss, für... Zum Beispiel unten, da sind diese Banner mit den Tieren drauf. Aber so richtig verstehe ich es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass da, weiß ich nicht, vielleicht müssen wir da das dritte Banner hinhängen, damit wir alle drei haben können oder so. Wir brauchen ja auf jeden Fall noch eine dritte Sache. Ich gehe mal auf jeden Fall raus. Warte mal, ich mache Apfel. Apfel und... Apfel und, keine Ahnung... Verstehe ich das? Apfel und böse? Oder ist, nee, das ist die Kokosnuss. Die fehlt, ja, die haben wir auch nicht. Kokosnuss? Apfel? Apfel lachen. Ist ja in der Sparte von lachen. Also Apfel, lachen und dann dieses Ding hier oder so? Keine Ahnung. Ich mach mal Apfel und lachen. Ich glaube, so wird schon richtig sein. Ach, da ist sie ja. Da sind die Masken auch. Fröhliche Maske. Pack mal hin. Das ist ja toppi, ne? Jetzt sitzt die Maske schon mal. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch den Eigenschaften irgendwie hinkriegen. Dass wir das dann auch noch hinlegen können. Oder kann man jetzt noch eine Maske tun? Nee, dann tauscht die aus. Nee, dann mache ich mal eine fröhliche Maske. Wird schon stimmen oder so. Und dann gehen wir mal wieder raus. Und, ja, weiß ich nicht. Gehe ich mal zur Küche. Die Kantine. Weil hier sind so Tiere, Banner, Freifläche, da soll ja noch was hin. Und die andere, warte mal, die andere da, diese eine da, die arbeitet doch da an dem Ding. Die arbeitet doch da, Kapelle wollte ich gar nicht. Die arbeitet doch an irgendeiner Stickerei, vielleicht kann die mir helfen. Gehen wir nach oben. Sammlung, Klassenzimmer. Hier, die hier. Wie heißt die noch? Birgit, ne? Birgit. Vielleicht diese Tiere hier. Vielleicht kann ich die dann später da einsetzen oder so.
Das Adlermodell. Kann sie was mit der Haarnadel anfangen? Lenk mich nicht ab! Nee. Es sei denn, du hast eine Idee, was ich als nächstes sticken könnte. Ich brauche das perfekte Motiv. Ein Tier, das wichtige Werte verkörpert. Ein Tier, was wichtige, wie wäre es mit einem Meerschweinchen? Was soll das sein? Ein Tiermotiv? Aha. So sieht doch kein Tiermotiv aus. Tiermotive stecken immer auf einem Sockel. Weißt du denn gar nichts? Ja, dann packen wir das Meerschweinchen einfach auf dieses Ding hier. Geht das nicht? Lilly hatte Angst, dem Meerschweinchen weh zu tun. So ungeschickt, wie sie sich immer anstellte, würde sie Hilfe benötigen, um es zu befreien. Reumütig erinnerte sich Lilly an ihr Debakel mit dem Zwergkaninchen. Ja, aber irgendwie müssen wir das doch... Irgendwie müssen wir das doch hinkriegen. Vielleicht mit der Haarnadel aufmachen? Das Meerschweinchen war wohl müde. Es zeigte sich vollkommen unbeeindruckt von Lillys Sachen. Irgendwas muss man doch da machen können. Ich will es nicht wehtun. Muss ich jetzt irgendwie sowas Ähnliches nehmen? Oder hier mit der Haarnadel den Schrank aufmachen? Wie so oft waren Lillys Bemühungen vergebens. Nur die Oberin konnte die Vitrine öffnen. Wie so oft nur die... Aber du hast doch jetzt die coole Haarnadel. Wie so oft nur die... Und das damit für... Ne? Wie so oft nur... Ja, weil das zu ist. Können wir nicht... Mit der, für die, dann soll die uns, vielleicht der Dingens, gehen wir, oh, ich kann nicht mehr reden, ne. Können wir der Oberin das Meerschweinchen geben oder interessiert die das nicht? So, damit die uns, was ist denn mit dem Inventar los? Was ist denn mit dem Inventar? Ach, da ist das Inventar. Schön, ich habe mein Inventar wieder, so hier. Für die Oberin zählten nur Resultate. Warum sollte Lilly sie also mit Zwischenergebnissen belästigen? Das dahin tun? Hier fehlte etwas. Aber was? Lilly hoffte durch Zufall auf die Lösung zu stoßen. Irgendwas müssen wir doch jetzt mit dem Ding machen. Wir brauchen doch irgendwas für sie. Haarnadel. Ich weiß nicht. Lilly hatte Angst, dem Meerschweinchen weh zu tun. So ungeschickt, wie sie sich immer anstellte, würde sie Hilfe benötigen, um es zu befreien. Reumütig erinnerte sie... Sie will Hilfe haben? Dann soll sie zu ihrem Freund hier gehen nach oben. Das könnte doch helfen. Guck mal hier, mach mal auf, Kapu. Behalte deine Sachen lieber für dich. Wie ich dich kenne... Kannst du nicht helfen? Oder Edna? Oder Hilfe von ihren Idiotenfreund? Wäre auch eine Idee. Hier, mach mal auf. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Mist. Das Rezept brauchen wir auch noch. Shawnee schien nicht interessiert. Oh, das geht alles nicht. Schade. Weiß ich nicht. Glas mit Märchen, vielleicht die Termiten, können die da den Deckel irgendwie abfressen oder so? Die sind ja gar nicht mehr hier. Das war zu Die Termiten sind ja eigentlich vorne. Ich glaube auch nicht, dass das die richtige Lösung ist, aber noch stehen sie hier, die Termiten. Lilly hätte dem Gnom gerne bei der Arbeit geholfen, aber sie hatte ihre eigenen Aufgaben zu erledigen. Die Gnomen. Ach Mann, so komm. Jetzt laufen wir wieder. Kommt wahrscheinlich wieder nicht auf den einfachsten Gedanken, ne? So sieht's aus. So. Bestimmt voll easy peasy hier, das Meerschweinchenglas aufzukriegen. Einfach mal. Das Meerschweinchen. Nee. Es zeigt. So? Das Meerschweinchen. Lilly. Das Meer. Es. Nehmen wir alles. Nee, es wird auch nicht. Gibt Banane. Das Meer. Lilly. Wie kriegen wir denn mal das Ding hier auf? Zur Kapelle. Bei ihnen wird das hier wahrscheinlich auch nicht interessieren. Inventar bitte. Mein Spiel spinnt voll. Frank? Was soll ich denn damit? Wenn du mir unbedingt helfen willst, dann entschlüssele die Symbole auf den Bodenplatten. Ich glaube, ich bohre an... Kennst du nicht? Doch.
kennen wir. Lilly hatte Angst, dem Meerschweinchen weh zu tun. So ungeschickt, wie sie sich immer anstellte, würde sie Hilfe benötigen, um es zu befreien. Reumütig erinnerte sich Lilly an ihr Debakel mit dem Zwergkaninchen. Aber keiner hilft ihr. Vielleicht nochmal Edna versuchen? Edna haben wir noch gar nicht irgendwie. Vielleicht macht Edna das Glas für sie auf oder was? Da oben war ja auch keiner mehr. Dann müssen wir... Ja, gehen wir mal zu Edna. Die habe ich noch nie ausprobiert. Edna, hilf mal. Meerschweinchen. Süß und nützlich. Wie du, Lilly. Okay, danke, Edna. Das hat mir überhaupt nicht geholfen. Können wir das hier mit dem Stickkissen machen? Lillys Stickerei, das hat... Lillys, das... Mit dem Stickkissen müssen wir das bestimmt noch besser machen. In den Schlafsaal. Wer kann mir denn mal helfen? Bleib uns bloß vom Leibe. Du hast doch den totalen Spoil. Wer denn? Lilly brauchte Hilfe. Von ihr vielleicht? Mach mal auf. Weil Einwegglas und jetzt so. Jetzt schlägt's aber Ding-Dong. Hab ich dir nicht schon tausendmal gesagt, dass du hier nichts zu suchen hast? Na warte, ich... Darf ich das mal haben? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Na, danke, das war knapp. Und jetzt nimm dein Zeug und verschwinde. Aber pronto! Das ist natürlich praktisch, klar, weil sie hat doch immer unten im Keller die Einweggläser. Da war dann so die Verbindung da, dass man dann von ihr die Hilfe kriegt. Das ist ja super. Das ist ja... Oh, das Inventar, ne? Dann müssen wir jetzt wieder nach oben. In den Klassenraum zu ihr hier. Damit sie uns hilft mit dem Krempel hier. Meerschweinchen, das da rauf? Lilly fand die Idee entzückend. Schön, ne? Als Tiermodell würde das Meerschweinchen bestimmt ganz groß rauskommen. Cool. Ja, sieht super aus. Präpariertes Meerschwein, das kriegt die jetzt. Das ist zumindest ein reguläres Tiermotiv. Aber meinst du, dass es auch wirklich wichtige Werte vermittelt? Klar. Natürlich tat es das. Meerschweinchen waren niedlich und klein und trotzdem immer fröhlich. Lilly versuchte immer, sich ein Beispiel an ihnen zu nehmen. Aha. Na, wenn du meinst. Komm in ein paar Minuten wieder. Sofern du mich nicht störst, werde ich auch nicht lange brauchen. Voll gut, wir kommen voll gut voran. Finde ich super. Meerschweinchen-Trick. Der hilft uns jetzt. Ein paar Minuten weiter. Glas mit Alkohol. Wollte noch jemand was? Irgendwie? Das wird doch aber kein Eigenschaftsding sein, oder? Nee, oder? Oder? Wir gehen mal nochmal rein. Vielleicht ist sie jetzt schon fertig. Ach, guck mal, hier Meerschweinchen-Banner. Das ist ja klasse. Cool. Sagt sie noch was? Ich bin so aufgeregt. Ich muss unbedingt wissen, wie mein neues Banner angekommen ist. Ja, das haben wir ja jetzt. Und achso, warte. Kann sie das Meerschweinchen-Ding eigentlich wieder mitnehmen? Können wir das wieder haben? Oder bleibt das jetzt da stehen? Nee, es bleibt da stehen. Gut, danke Birgit, dass du da so fleißig jetzt das für uns genäht hast. Ist ja prima. Dann hängen wir doch das Banner mal unten auf und gucken mal, ob das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, uns hilft. Ah, endlich hat Birgit das neue Banner fertig. Aber was ist denn das? Ein kleines, dreckiges Meerschweinchen? Das ist doch nicht wirklich von Birgit. Oder etwa doch? Aha. Das kann nicht sein. Kann man sich denn hier auf niemanden verlassen? Na, warte. Die kann aber was erleben. Meerschweinchen-Banner. Ja, ich finde das gut. Dieses Banner war eine Schande. Oh Gott. Weg damit! Ach so. Jetzt können wir das Banner nehmen. Wo ist das Banner hin? Wieder verschollen in meinem Inventar. Irgendwas Kokosnüsse. Kokosnüsse haben wir ja auch, die habe ich gar nicht mitgenommen. Dann habe ich ja das alles jetzt an Essen.
Das sind ja genau die Obstsachen, die man braucht. Ist ja schon ein komischer Zufall. Freie Fläche. Gut, dann gehen wir mal hier in die Haupthalle. Also das geht ja gar nicht mit dem Banner und dem Tier hier. Was hat die denn da verhunzt? Also auf die Idee wäre ich ja gar nicht gekommen, Meerschweinchen zu nehmen. Die ist ja echt... Also die Birgit, ne? Knallfrösche. Ja, eine Kokosnuss haben wir jetzt auch. Emotion. Aber irgendwie ist das mit den Eigenschaften noch nicht so ganz. Gehen wir mal ins Klassenzimmer. Jetzt wird sie angepumpt. Oh nein, die arme Birgit. Birgit! Ich kann dir gar nicht sagen, wie enttäuscht ich von dir bin, Birgit. Eine schlechtere Arbeit habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nicht gesehen. Aber... Keine Widerworte. Du bist schlecht. Ich werde dir wohl deine ganzen Auszeichnungen, Preise und Pfadfinderabzeichen aberkennen müssen. Keines davon hast du länger verdient. Ich habe doch nur getan, was... Papalapap, willst du mir wirklich widersprechen? Ich kann kaum glauben, wie tief du gesunken bist, Birgit. Ein Meerschweinchen. Ist das zu fassen? Deine Arbeit ist eine Beleidigung für das gesamte Kloster. Hinfort damit. Es tut mir leid. Ich wollte doch nicht. Dein Gejammer macht dein Versagen auch nicht wieder wett. Nur für den Fall, dass du nicht länger beabsichtigst, meine Zeit mit deinem Untalent zu verschwenden. Das hier ist ein Motiv, das es wert ist, auf einem Banner verewigt zu werden. Der Puma. Stark, präzise, würdevoll. Ein Symbol der Selbstkontrolle. Das ist, ja, gut gelaufen für Birgit. Lilly hätte Birgit gerne getröstet. Andererseits hatte sie sich den Ärger auch selbst zuzuschreiben. Lilly hoffte für Birgit, dass sie sich bei dem Puma-Motiv etwas mehr Mühe gab. Ja, aber echt. So. Was können wir ja alles mitnehmen? Cool. Wir machen die ganze Vitrine leer. Und das Puma-Modell? Lass das! Das brauche ich als Vorlage! Boah, das kannst du auch aus dem Kopf, oder nicht, Birgit? Kann nicht so schwer sein. So, so, jetzt gehen wir zur Sammlung, selbstverständlich. Und dann haben wir ja jetzt, wie es aussieht, auch noch die Tiere. Und die sehen ja mal ein Haar genauso aus, wie auf dem Rätsel angezeigt wird. Ich finde das super, dass wir so weit gekommen sind. Jetzt werde ich nur noch das Rätsel irgendwie anhand der Tipps irgendwie lösen müssen. Und dann haben wir es geschafft. Dann kriegen wir vielleicht einen Tipp für den Tempel-Schatz. Ich finde das gut. Ich finde, wir haben das hier durchgewuppt. Na, Lilly? Okay, dann tschüss, Leute. Okay, bis zum nächsten Part. Aha.